Der Penner hat echt den Paladin angegriffen. Das kann wohl nicht sein. Weiß jetzt nicht, ob das mutig oder dumm war. Wahrscheinlich hat er jetzt Sam böse gemacht, dann war das eher dumm. Ja, komm, das hat kein Ghost war, weiß ich selber. Oder Penta oder was weiß ich. Überweisung erhalten. Juhu. Briggs, was gibt's? Beobachte Tankerbewegungen im Golf. Eine Schiffsbesatzung musste wegen einer Lebensmittelvergiftung ausgetauscht werden. Charlie? Das solltet ihr euch ansehen. Hab Hilfe von Leuten aus Fort Meade bekommen und die IP-Adressen der Typen aus Philadelphia zurückverfolgt. Das sind Daten der Servers, den die Engineers für ihre Operation in Amerika benutzt haben. Ich habe Kennungen, Adressen. Nur Kleinkram. Was meinst du? Das ist nur weißes Rauschen. Vor Blacklist Zero hatten wir tausende Treffer wie diese. Das sagt nichts darüber aus, was Sadiq sich von Blacklist verspricht. Dachte, der will, dass die US-Truppen abziehen. Das wird nie geschehen, das weiß Sadiq. Briggs hat recht. Wir stellen die falschen Fragen. Wenn er nicht für den Iran arbeitet. Und ihm egal ist, ob die Truppen heimkehren? Was hat er dann wirklich vor? Charlie, kapp die Verbindung. Diese Daten sind verdächtig. Überprüf mit Briggs den Tanker und seine neue Besatzung. Da ist mehr dran. Wird gemacht. Gwen, jag unsere Daten durch SMI. Versuch rauszufinden, was Sadiq will. Selbst wenn wir Benzin stoppen, wissen wir nicht, was Sadiq will. Ja, besser denn wir fassen einen seiner Männer. Wirklich klug. Ich bin drin. Sie haben den Köder geschluckt. Der Kleine kann unterbrechen, was er will. Seit 5 Minuten kontrolliere ich Paladin. Gut. Und wann kommt der Tanker? Treffen mit Team Echo in 2 Stunden. Aufprall auf Ziel in 4 Stunden. Direktive Vorbereitung? Bunkeranlage F meldet Alarmstufe gelb. Washington überträgt bereits geheime Daten dorthin. Gut. Noch ein Tropfen und das Fass läuft über. Nehmen wir den Treibstoff? Ja. Ich will, dass bei meiner Landung die ganze Küste brennt. Beginn mit Fischers Flugzeug. Er wird sich für unsere Ziele interessieren. Zeit zu gehen. Alles klar. Wie geil. Und Sam ahnt nichts. Sehr gut, wir müssen mehr als der Hauptcharakter. Meine Fresse. Haha. Amerikas Benzin. Go, go. Komm schon, Mann, rede mit mir. Negativ, Briggs. Mit der Nummer in Guantanamo habt ihr euch wahrlich keine Freunde gemacht. Es war nötig. Und das Ergebnis war gut, oder? Du weißt, dass sich keiner für Ergebnisse interessiert. Du hast die CIA wirklich schlecht aussehen lassen. Du hast den Hauptzeugen aus dem Spiel genommen, auch wenn der nur ein Köder war. In Langley mag man sowas nicht. Was soll das heißen? Das heißt, dass du nicht mehr anrufen und bei deinem neuen Arbeitgeber bleiben solltest. Huhu, wir sind ein bisschen pissig. Fangen einen Treibstofftanker ab, von dem man annimmt, dass er das Ziel des Angriffs des Angriffsschlages ist. Mein Gott. Danke. Sag Bescheid, wenn Olli was braucht. Abgesehen von oberflächlichen Schäden ist das Flugzeug okay. Sehr gut. Charlie. Was? Gibt's was Neues über das gekaperte Schiff? Arbeite noch dran. Die nennen den Angriff Amerikas Benzin. Ein Tanker wäre eine teuflische Waffe. Scheiße, was ist passiert? Was guckst du mich an? Rim? Das SMI spricht nicht an. Bin ausgesperrt. Charlie? Versuch's zu umgehen. Briggs, ändert sich was? Gar nichts. Kontrollier das Licht und internen Funk. Hier Cockpit. Wir verlieren an Schub. Wie lange können wir gleiten? Ein paar Minuten. Navigationssysteme ausgefallen. Steuerung nur manuell möglich. Überprüfen die Schalltafel. Ich kann so schnell nichts machen. Ich weiß ja nicht mal, wie sie die Kontrolle übernommen haben. Sprich mit mir, Mann, verdammt! Cockpit, was ist los? Hier, Co-Pilot, brauchen Sanitäter. Was ist? Der Captain. Ihn hat's am Kopf erwischt, als wir abgeschmiert sind. Sieht übel aus, er wacht nicht auf. Wiederhole, Pilot ausgefallen.
Flugzeug unter Kontrolle? Scheiße. Triebwerksausfall. Versuche Neustart. Bin aus dem Navigationssystem ausgesperrt. Kannst du so fliegen? Ja. Ich meine, nein. Ich kann manuell das Beste daraus machen und uns im Gleitflug halten. Aber es ist ein zweiter Pilot nötig, um alle Steuerelemente bedienen zu können. What the fuck? Jetzt lassen die ein Flugzeug ab. Nein. Komm, lass schneller. Ich sehe nach dem Piloten. Wo gehst du hin? Ich hol Corbin. Ist klar, der gute alte Corbin, der darf jetzt fliegen. Mach schon. Jetzt mach die Tür, lass die Tür da offen. Hey, lass mich ran. Wir stecken in der Scheiße und nur ich kann. Ja, halt die Fresse. Der Pilot ist bewusstlos. Scheiße! Und der Co-Pilot? Der steuert manuell, aber. Schon klar, er braucht Hilfe dabei. Strom ausschalten, Notstrom deaktivieren, System neu starten. Okay, ich muss ins Cockpit. Lass mich raus, Fischer. Fischer, lass mich raus. Ich regle das mit dem Strom. Wenn du schon mal da bist, wirf Ladung ab. Bringt uns Zeit. Okay, dort heißt er das hin. Lauf zum Heck des Flugzeugs. Wir müssen sofort Ladung abwerfen. Auf dem Weg. Ich hinterlasse eine Nachricht auf dem Flugschreiber. Für alle Fälle. Ja, super. Tür der Ladebucht ist auf! Wow, ganz schön windig hier. Wir sind so schwer! Heli abwerfen! Ja, kann man mal machen. Schnallt euch an! Oh, oh. Vergiss es! Scheiße! Briggs, leuchte dahin! Ich schieß ihn frei! Was? Glaubst du triffst von da? Schätze, das werden wir gleich wissen! Das sind ja zwei Experten, ey. Wir schieben den da raus. Oh, hat doch nicht geklappt. Warum ist denn das so dunkel, ey? Können wir wieder Licht anmachen? Ich sehe nichts. Hast geschafft, Sam. Ja, ja. Noch ein bisschen. Komm. Sam, lass dich auf den Kran fallen. Dann müsstest du freie Sicht haben. In Position? Ich kann schießen, warte! Ja, sicher! Komm schon, halt das Ding doch mal ruhig! Alter! Geht doch! Ja, ja, sag mal, Sam, lauf doch mal. Der joggt hier ganz gemütlich durch die Gegend. Oh. Die Zugangsluke zur Elektrik ist dort. Lass dir Zeit. Corbin, der Generator ist aus. Okay, schwing deinen Arsch ins Cockpit. Ich geh in den Sturzflug und hab keine Lust, dass du in einen Lüftungsschacht donnerst. Schon dabei! Oh oh. Sam, schnell! Ja, Sam, lauf doch mal! Mach schneller! Verdammt, was dauert das so lang? Ich kann nicht rennen! Der kokst hier nur durch die Gegend. Okay,
okay, ich bin da. Was gibt's für ein Problem? Der will während des Fluges ein neues System installieren. Wäre längst fertig, wenn der Arsch mich nicht stören würde. Der bringt uns zum Absturz. Verdammt, was glaubst du, was gerade passiert? Lass ihn machen. Alles klar. Okay, Fischer, du musst Kerosin in die Triebwerke pumpen. Wenn das Ding hochfährt, bleiben nur Sekunden, um sie anzuwerfen. Die Steuerung für die Pumpen ist da drin. Nach dem Neustart ziehst du wie verrückt hoch. Wir haben nur einen Versuch, okay? Oh oh. 3, 2, 1, jetzt! Komm schon, du Drecksding, zieh hoch! Ja. Oh, das Wasser sieht aber... Das sah aber nicht gut aus, liebe Freunde. Aber der Paladin ist gerettet. Naja, vorerst. Und, wie sieht's aus? Die Hauptsysteme sind wieder aktiv. Wir fliegen, aber wir fliegen blind. Rim, interne Kommunikation funktioniert, kommen immer noch nicht raus. Hey, was ist gerade passiert? Wir waren Ziel eines Stuxnet-artigen Virus. Hab ein SMI-Backup installiert und alles gescannt. Wir sind sauber. Wie konnten die Engineers hier ein Virus einschleusen? Wir prüfen das und schicken dir die Ergebnisse. Oh, Scheiße. Was jetzt? Es kam eine Botschaft rein, bevor die Systeme ausgefallen sind. Die Direktive zum Schutz der Regierung ist in Kraft. Das bedeutet, dass sämtliche hohen Tiere und Militärs in Bunker gebracht worden sind, damit sie die Scheiße überleben. Das gab's zuletzt am 11. September. Oh mein Gott. Denkt ihr, dass der letzte Blacklist-Angriff? Wir wissen es noch nicht, Charlie. Kümmer dich um die Kommunikationsanlagen. Wie lange haben wir noch? Oh. Ach so, na dann. Dann ist ja alles gut. Ich glaube, ich muss mal Sarah anrufen. Das stört mich ein bisschen, dass der Sam so wenig rennt. Was? Konzeptgrafik? Sollte doch zu Hause bleiben. Ach, Kinder, die tun einem nie, was man denen sagt. Das ist ja echt schlimm. Was haben wir denn da? Ach ja, die Koop-Mission noch. Eieiei. Aber. Sabine Pass. Flüssiggas-Terminal. Es ist eine Art modifiziertes Stuxnet-Virus. Modifiziert. Es lässt sich an neue Hardware-Umgebungen anpassen und sendet Details zu den Systemanforderungen nach Hause. Und von dort wird es on the fly an das neue System angepasst. Boah, das ist klasse. Ich mein, scheiße. Aber cool. Waren das eure Leute? Scheiße, ich dachte eher an deine Freunde. Ja, aber das ist gut und sehr gefährlich. Kann jedes infizierte System lahmlegen. Ha, hab ich auch schon gemerkt. Versuch's mal auf der anderen Seite vom Atlantik. Alles klar, der für das Feuer beim Flüssiggasterminal ein und halte sämtliche Engineers vor Ort auf. Ja, da ist die Kacke schon am Dampfen. Du wechselst so lange die Frequenzen, bis du jemanden erreichst, okay? Briggs, Neuigkeiten über das Schiff? Die Verbindungen nach draußen sind fast alle unterbrochen. Wir können niemanden erreichen, aber wir arbeiten dran. Charlie. Das Virus, ich habe die Quelle gefunden. Es wurde aktiv, als wir Sams Tablet aus Mirava untersucht haben. Niemals das System. Ich habe doch nur ein paar Sicherheitsprotokolle modifiziert. Ich wollte alles etwas schneller machen. Deinetwegen kam es ins System? So haben die uns in Mexiko entdeckt. Nein, das war anders. Nachdem wir gelandet waren, da habe ich ein ehemaliges Mitglied des Kartells kontaktiert. Die Engineers haben Kopfgelder auf uns ausgesetzt. Bestimmt hat er mich verraten. Charlie, wieso? Läuft! Amerikas Benzin war erfolgreich. Deshalb ist die Direktive zum Schutz der Regierung in Kraft. Was war Ihr Ziel? Sorry, Sam, es kommen sehr viele Daten rein. Da ist es. Sieht nach Louisiana aus. Sabine Pass. Ein Gastanker.
Oh mein Gott. Sabine Pass. Da steht die fetteste Raffinerie der Golfküste. Die Engineers haben die Anlage zuerst mit einem Virus und dann mit dem Tanker attackiert. Die Notsysteme waren ausgeschaltet. Ein Komplettausfall. Das Virus arbeitet genau wie das, das unser Flugzeug erwischt hat. Oh, scheiße. Jede Raffinerie an der Küste ist damit infiziert. Wenn das Feuer überspringt. Fackeln sie allesamt ab. Tja, weil man die dann nicht mit... wahrscheinlich nicht mehr ausmachen kann oder so. Ja, dann gehen wir mal hier unser schönes Petroleum retten. In einer brennenden Raffinerie geht man nicht subtil vor. Das SMI empfiehlt daher Aufklärung mit dem Trikopter und Splittergranaten für maximalen Schaden. Brennende Raffinerie mit Splittergranaten um mich werfen. Jawohl! Nähern uns Absprungzone, Sam. Bereit? Pilot leitet Sinkflug ein. Reduzieren Geschwindigkeit. Und 3, 2, 1, los, 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 los! Oh, voll geil, so gehe ich immer zur Uni. Verstanden. Dann mal los. Ja, ich hack mich in ein Flugzeug ein und dann springe ich da raus. Oh Mann, ist das fett. Bin gelandet. Bewege mich jetzt zum Hubschrauber. Sam, die Fields scheinen unter starkem Beschuss zu stehen. Engineers? Bestätigt. Sind festgenagelt. Wer weiß, wie lange sie noch standhalten.